Chris, du, super geil. Also die Schammers sehen mega gut aus. Werde sie testen? Was hast du mir denn da jetzt noch mitgeschickt? Skinners 2.0. Also Socken. Breiter, okay. Jo. Naja, aber es also, sind halt Socken. Ja. Verstehe ich. Ist klar. Aber ich habe da nur ein Problem mit. Es sind halt Socken. Ja. Bleiben aber halt Socken. Mein Gott, Emanuel, probier sie doch bitte einfach mal aus. Okay. Moin und Servus, verehrte Freiläufer. Ich gebe es zu, ich habe mich bisher um dieses Thema Socken, Barfuß, Socken, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, funktionales Laufschuh, Sockenwerk, da habe ich mich nicht so wirklich mit beschäftigt, weil ich bisher einfach Socken generell schwierig fand, die elastisch sind. Und ich finde das auch immer noch problematisch, glaube ich. Denn eine elastische Socke, die muss ja elastisch sein, damit sie entsprechend am Fuß hält. Jetzt hat mir der Chris von GoFree, Disclaimer, diese Socken habe ich tatsächlich von GoFree zur Verfügung gestellt, bekommen zum Testen und ich habe sie nicht bezahlt. Das sind nicht meine Socken und ich bin da sehr voreingenommen, was diese Socken angeht und was dieses Produkt angeht. Denn ich habe da bisher keine gute Meinung zu, aber ich habe sie auch bisher nicht getestet. Deswegen kann ich da eigentlich auch gar nicht wirklich was zu sagen. Ich habe da bisher immer einen Bogen drum gemacht, weil das für mich immer No-Go war, dass diese Socken dann am Ende halt ja doch, dadurch, dass sie elastisch sind, die Zehen vorne irgendwie ein bisschen zusammenziehen müssen, ein bisschen komprimieren müssen. Und da habe ich deswegen mich bisher nicht mit beschäftigt. Aber jetzt gibt es hier diese Skinners 2.0. Mit dem Versprechen, dass sie jetzt breiter sind. Ich kenne die 1.0-Variante nicht, deswegen kann ich da jetzt nichts Vergleichendes zu sagen. Aber das war für mich jetzt zumindest ein Grund zu sagen, na gut, komm, ich tu dir mal den Gefallen, Chris, und teste die mal. Und vielleicht ist es ja gar nicht so blöd, wie ich denke. Ansonsten gibt es, glaube ich, da nicht wirklich viel zu sagen. Die sind oben halt elastisch und haben unten hier dieses vermutlich patentierte, eigensinnige, eigenartige oder zumindest einzigartige Material drunter, was so ein bisschen an so Schotter erinnert. Das sieht so ein bisschen aus wie Gummischotter so und das soll wohl angeblich sehr, sehr lange halten. Die Dinger sind im Prinzip für alles Mögliche gedacht, wo man Barfußgefühl und Barfußgrip haben will, aber halt trotzdem entsprechend ein bisschen Schutz haben will. Von Wandern, Spazierengehen bis hin zu Segeln und Surfen. Deswegen hole ich jetzt mal mein Segelboot raus. Deswegen gehe ich jetzt mal nach draußen und guck mal, was ich den Dingern so abverlangen kann an unterschiedlichen Anforderungen. Auf geht's! Erster Eindruck, ich komme mir komplett freaky vor, weil ich echt das Gefühl habe, ich habe meine Schuhe vergessen. Ich kann mich wieder total reinfühlen in die Leute, die zum ersten Mal barfuß laufen oder in Sandalen laufen, weil sie das Gefühl haben, ich bin nackt und alle gucken.
Und ich komme mir wirklich komplett komisch vor, weil ich auch das Gefühl habe, alle gucken hier irgendwie, was ich barfuß oder in Sandalen nicht, schon lange nicht mehr so habe. Interessante Erfahrung auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade hier so einen Landwirtschaftsweg gelaufen mit so dicken, unangenehmen, groben Schottersteinen. Ja, und da merkt man schon ordentlich was. Also die Sohle von diesen Socken, die ist wirklich sehr hauchdünn, ist wie eine zweite Haut. Wenn ich das jetzt länger laufen würde, längere Strecken laufen würde, so ein Weg, ich glaube, dann wäre für mich eher die Sandale, auch die dünnere Sandale, die erste Wahl. Was cool ist, ist hier so Erdweg, also so das Stückchen hier daneben, neben dem dicken Schotterweg. Das ist ziemlich cool. Ja, und zum Gehen, also wenn ich jetzt so einfach locker gehe, spazieren gehen, wandern, das kann ich mir eher vorstellen. Fürs Laufen ist mir das, glaube ich, dann zu krass. Ja, das hat sich gerade nochmal bestätigt. Also wenn dann mal hier so ein dicker Stein kommt, der spitzer ist und gut steht und man da so richtig schön drauf ballert, dann ist das halt richtig. Okay, das ist vielleicht dann nicht so unbedingt die Stärke dieser Socke. Schauen wir mal, wie es im trailigeren Bereich aussieht. Also was so das Laufgefühl angeht, muss ich ja schon sagen, das macht schon echt Spaß, das ist schon cool. Allerdings weiß ich halt auch nicht, ob ich damit jetzt nicht eh auch Wege gehe und laufe eher, die ich halt auch barfuß super bezwingen könnte, super entspannt gehen könnte. Aber wenn man halt Schutz haben möchte vor Stichverletzungen, Dornen, Zecken und so weiter, dann hat man da halt eine zweite Haut, eine Hülle und ich glaube auch, dass da nicht so wahnsinnig viel durchgeht. Also das sieht schon alles ziemlich solide aus, das Material. Das ist auch gar nicht so elastisch, wie ich immer dachte. Und von daher macht es, glaube ich, schon Sinn. An eine Sandale kommt das aber nicht ran. Also, nee, andersrum. Also, die Socke ist schon noch mal sehr viel mehr barfuß als eine Sandale. Also da jetzt eine Sandale drüber gehen, ist halt, geht auch, aber ist nicht so. Hat man nicht so viel Grip und nicht so viel Traktion wie in den Socken. Das muss ich der Socke eingestehen. Ich weiß nicht, ob es ein beruhigenderes Geräusch gibt als ein Specht im Wald. Das ist für mich so das Synonym für Ruhe im Wald. Das macht schon Spaß damit. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich in Socken laufe, aber gut, ich laufe auch in Socken. Man spürt schon echt viel und gerade jetzt hier bei so Waldböden, wenn es hier so Bucheckern oder sowas gibt, die nehmen die Socken schon gut weg, finde ich. Das ist echt sehr schön, darüber zu laufen, was sonst vielleicht doch ein bisschen unangenehm, ein bisschen pieksig, ein bisschen doof ist. Ich merke aber auch, dass sich mein gutes altes Morten-Neurom am rechten Fuß meldet. Also, dass da nicht so 100% wirklich viel Platz ist am rechten Fuß, das merke ich schon. Und dass der Fuß da, dass die Zehen vorne, Vorfußbereich ein bisschen eingeengt wird. Das habe ich jetzt in Sandalen nach einem Kilometer lange nicht. Also wenn überhaupt nach langen, langen Distanzen, das merke ich jetzt in der Socke schon. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen Gewöhnung ist, ob es Umgewöhnung ist, aber ich merke es halt schon. Ich bin da aber auch sehr empfindlich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich bin da wirklich halt sehr penibel, was das angeht. Und für mich waren Sandalen die einzige Lösung, um dem Fuß vorne Platz zu lassen. Und ich merke das da jetzt halt eben schon. Also ich finde die Dinger schon gut. Ich bin doch positiv überrascht, muss ich sagen. Und ich war wirklich sehr voreingenommen. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, mit so Dingern zu laufen. Für mich ist allerdings, also für mich persönlich, die Frage, was es mir für einen Mehrwert bringt. Denn der Unterschied zwischen barfuß ist jetzt für mich so gering,
dass ich halt eher dann barfuß laufen würde, wo es geht. Und dann halt, wenn es nicht geht oder wo ich schneller, unbedachter drüber laufen will, die Sandale nehmen würde. Also wo ich halt wirklich das Brett drunter habe unterm Fuß. Und dann kann ich halt über Wurzeln drüber brettern etc. Deswegen würde ich eher zwischen Sandale und barfuß wechseln und jetzt nicht zwischen Socke und barfuß. Das wäre mir zu wenig oder der Unterschied wäre mir zu klein. Ich habe auch gerade gemerkt, wenn die Dinger jetzt nass werden, ich bin ja gerade auch durch Nässe und sowas richtig matsch gelaufen, dann hat man halt permanent eine nasse Socke am Fuß und das finde ich jetzt nicht so ein schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man merkt es auch auf der Haut. Die Haut wird wirklich halt auch entsprechend nass, als würde man lange in der Badewanne sitzen, ein bisschen schrumpelig. Also wenn man jetzt nicht bei 40 Grad im Schatten weiterläuft, wo die Socke sofort wieder trocken wird, naja, dann finde ich das jetzt halt auch nicht so geil und das hatte ich jetzt in der Sandale auch nicht bisher. Also da werden die Füße eher wieder schneller trocken. Dass sie vorne einengen, auch wenn es jetzt die breite Variante ist, das lässt sich anscheinend nicht vermeiden. Auch wenn es hier gar nicht so wahnsinnig viel elastisches Material gibt, weil dieses körnige Material hier, das ist relativ fest und das ist gar nicht so elastisch. Hier oben ist nur elastisch, aber ich merke es halt trotzdem, dass es mir da die Zehen und den Vorfuß ein bisschen zusammenziehen. Und ich bin da so eher wieder froh, muss ich ganz ehrlich sagen, raus zu sein. Und doch kann ich mir gut vorstellen, dass es für viele, viele da draußen ein richtig gutes Tool ist. Auch gerade, wenn man halt noch ein bisschen, naja, ein bisschen Respekt vorm reinen Barfußlaufen hat. Die Dinger sind waschbar und das ist bei mir, glaube ich, jetzt auch nötig, dass man die mal wäscht. Ich sehe die halt auch eher auf dem Boot, auf meinem Segelboot halt, zum Spazierengehen, ja. Und halt für Leute, die sich gerne einfach da ein bisschen Schutz unterm Fuß haben. Denn das Fußgefühl, das Barfußgefühl, das finde ich astrein. Das ist ziemlich gut. Man kriegt alles mit. Also das ist schon, glaube ich, auch ein sehr gutes, qualitativ gut gemachtes Produkt. Da gibt es, glaube ich, nichts. Wir sehen uns nächste Woche oder beim nächsten Video wieder. Lauft frei. Ihr dürft diesen Kanal gerne abonnieren. Müsst ihr aber nicht, denn ihr seid ja freie Menschen. Genauso wie ihr freie Läufer seid. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Euer Emanuel. Viel wichtiger finde ich übrigens, bevor man in einen Schuh, eine Socke, eine Sandale investiert, ist, dass man in mobilen Kaffee investiert. Im Link unten gibt es so einen Link zu meinem Kit. Da findet ihr all den Kram, den ich so über die Jahre für mich herausgefiltert habe. Versteht ihr? Rausgefiltert. Filterkaffee. Wortspiel.